Ja, hallihallo, hallöle. Wir haben wieder am Start mit einem neuen Let's Play oder einem Ausweich-Let's Play, sag ich mal. Ihr habt es alle gelesen, dass das mit The Crew leider nicht funktioniert hat, weil Ubisoft einfach gesagt hat, ja, wenn du ein neues Spiel starten willst, musst du das Spiel nochmal holen, ein zweites Mal holen. Und das Geld einfach nochmal hinzubettern, habe ich überhaupt gar keine Lust. Also warte ich vielleicht, bis das mal nachgepatcht worden ist, vielleicht machen sie das noch. Aber jetzt finden wir uns hier beim allerersten Call of Duty und hatte gerade noch ein bisschen Probleme mit der Einstellung. Das war dann wie in Zeitlupe, habe ich hier gespielt und total komisch gewesen. Ich hoffe, das habe ich jetzt gemacht. Alles hingekriegt. Verschluckerli, sorry. Jetzt gucken wir mal nach. Eingestellt sein müsste eigentlich alles. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, es gibt es kein Call of Duty, wie ihr es eigentlich so von den Neueren kennt. Es ist noch mit Medikits, die müssen wir einsammeln, um mit zu sehen, dass die Energie auch im Bereich des Annehmbaren bleibt. Und ja, woran es gelegen hat, kann ich euch wahrscheinlich sagen, die Grafik, die war wohl zu hoch und das mit dem offenen Programm hat er irgendwie hingehauen. Aber genug des Redens und des, keine Ahnung, was ich jetzt überhaupt sagen will. Ich bin total durchschnurren schon wieder, oder? Ihr merkt. Und schon jetzt einfach ein neues Spiel auf Grünstapel. Wie gesagt, das ist das Einfachste. Da brauchen wir nicht so lange bei Stellen, die schwer sind oder so. Und gucken wir mal nach. Ihr sagt dann, wenn der Sound im Spiel zu laut ist oder so, sagt ihr mir das, dann stelle ich den dann noch ein bisschen runter. Schreibt mir das dann mal in die Kommentare, bitte. Und jetzt fangen wir auch mal an. Und ja, hauen wir mal rein. Ich würde euch das sogar vorlesen. 9. August 1942, Camp Tacoa, Georgia. Morgen wieder lange Märsche. Dann Hinderniskurs mit Captain Foley und Waffentraining mit Sergeant Moody. Sind alle müde. Gestern wurde wieder einer zu seiner Einheit zurückgerufen. Er flehte den Sergeant an, hierbleiben zu dürfen. Meine Einheit, das 506. Fallschirmregiment, besteht nur aus Freiwilligen. Ich habe Glück, mit denen zu dienen. Auf die Jungs kann man sich echt und wirklich verlassen. Unsere Offiziere stehen auf dem Drill. Ich trainiere seit Monaten und bin noch nie aus dem Flugzeug abgesprungen. Die Armee hatte nie zuvor eine Springereinheit und das macht hier alle nervös. Und was alle nervös macht, macht den Drill noch härter. Alles klar, herhören. Private Martin, heute absolvieren Sie den Hinderniskurs und das Waffentraining. Bevor Sie mit dem Hinderniskurs beginnen, lesen Sie die Schilder da und tun Sie, was draufsteht. Gut, prüfen Sie jetzt die Einsatzziele. Wie Sie sehen, ist das aktuelle Ziel hervorgehoben. Alter. Zusätzlich ist die Lage des aktuellen Ziels mit einem Stern auf Ihrem Kompass markiert. Wenn Sie sich dem aktuellen Ziel nähern, wandert der Stern in die Mitte des Kompasses. Das ist nah genug. Sie werden sehen, dass das Ziel jetzt abgehakt ist und Sie ein neues haben. In Ordnung, Martin. Öffnen Sie das Tor und machen Sie mit den Hinderniskurs. Los, los, los! Na dann, gehen wir mal zum Hinderniskurs. Martin, schön, dich zu sehen. Ja. Ich habe sie also auch hierher verfrachtet. Hey, viel Glück. Alter, wer ist das dort hinten? Da ist gerade ein Ding rumgeputzt. Wir sind hier nicht bei Tante Käthes Kaffeeklatsch. Da muss ich jetzt ducken, sogar gedrückt halten. Nee, doch nicht. Rüberspringen, Alter. Na los, vorwärts. Mal rüber hier. Nicht übel. Jetzt muss rein in den Dreck und robben sie unter dem Stacheldraht durch. Oh, muss ich jetzt wirklich... Oh, Alter, das ist doch so eine Scheiße hier. Sorry, Leute, aber das ist... Die haben das beim Bang immer so blöde markiert, wechseln, ne? Ducken, wechseln. Hinlegen! So, zurück zum Spiel, jetzt müsste es eigentlich gehen. Oh, herrlich, ja, weil so hab ich das doch gerne. Sergeant, machen Sie diese MGs bereit. What? Das ist echt. Laut zu sein, leiser. Die Leiter hoch, Privates. Los, los, los. Na los doch. Private ich Martin, bin da. Gehen Sie durch diese Tür. Sergeant Moody, du bist das Waffentraining. Mach einfach den Sound leiser, du Null. Alter, das kracht und schabelt, ey. Hör mal auf. So, jetzt. Hier darf ich immer hier durch oder so. Hallo? Ich muss hierher. Augen nach oben, Private. Ich bin hier oben. Ja, Krise. Nehmen Sie einen der M1A1 Karabiner vom Tisch. Waffen? Wo? Zusätzliche Munition können Sie von herumliegenden Waffen des gleichen Typs aufsammeln. Die Anzahl der Patronen in Ihrer Waffe und der Patronen, die Sie bei sich tragen, sehen Sie unten rechts im HUD. Behalten Sie sie im Auge, Soldat. Nähern Sie sich dem Zaun und feuern Sie 6 Kugeln auf Ihr Ziel. Die Zielgenauigkeit kennen Sie der Größe des Waffenkopfes.
Feuern Sie 6 weitere Kugeln in verschiedenen Stellungen und in Bewegung auf das Ziel. Wenn Sie sich nicht bewegen, wenn Sie sich ducken oder hinlegen, zielen Sie genauer. Das kann über Leben und Tod entscheiden. Alter, also, guckt euch mal die Grafik an. Seine Scheiße, Alter, von früher. What the fuck? Aber für uns war das früher, haben wir geile Grafik, ne? Ist echt Wahnsinn. So, nun. Nehmen Sie einen Springfield und treffen Sie insgesamt 4-mal Springfield. Ist doch hier, oder? Nehmen Sie jetzt ein Springfield-Gewehr vom Springfield-Gewehr. Tisch. Austausch gegen Ihren Karabiner. Drehen Sie Sniper. Sich links, gehen Sie zum Zaun und feuern Sie 2 Kugeln auf das Ziel. Gehen Sie weiter durch das Zielfernrohr und feuern Sie 2 Kugeln ab. Ich hoffe, es ist klar, dass Sie mit der Richtung genauer zielen können. Ich hab übelst einen Frosch im Hals. Weiter zum nächsten Bereich. Tauschen Sie das Springfield jetzt gegen eine Thompson-Maschinenpistole. Thompson nehmen wir doch mit. Sofern Sie nicht 3 Arme haben, können Sie auch nur 2 Waffen tragen. Abgesehen von Handfeuerwaffen und Granaten. Feuern Sie 10 Kugeln auf das Ziel. Zuerst aus der Hüfte und dann mit Blick durch die Zielvorrichtung. Trainieren Sie beide Waffen. Gehen Sie ein paar Schritte und blicken Sie durch die Zielvorrichtung. Sie bewegen sich dann langsamer. Im Nahkampf können Sie den Gegner mit dem Kolben Ihrer Waffe schlagen. Das nennt sich Kolbenschlag. Versuchen Sie es mit der Thompson. Und passen Sie auf. Umschalten für einen Kolben. Oh ne, nicht die Taste für einen Kolbenschlag. Du hast wohl eine Macke. Das kannst du vergessen. Mittlerweile der Maus, dass du das gehört. Jawohl. Wechseln Sie jetzt die Waffe, Private. Wenn Sie nicht so dumm wie hässlich sind, dämmert Ihnen vielleicht, dass jede Waffe ihren eigenen Zweck hat. Mit der falschen Waffe beißen Sie vielleicht ins Gras. Okay. Feuern Sie noch 3 Kugeln auf das Ziel. Hervorragend, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Ah, das ist ja alles Tutti Frutti. Mal los. Ja, Granaten hier oder so, alles, alles einsammeln. In jede Öffnung vor sich eine Granate. In jede Öffnung? Los. Gehen Sie hinter den Betonpfeiler und lehnen Sie nach links und rechts. So haben Sie Deckung vor dem Feind. In Ordnung, Private. Weiter geht's. Zum nächsten Bereich. Mal einen Schluck trinken. Wenn ich was drin hätte, aha, muss ich dann auch gleich machen in der Pause. Wenn Sie verletzt sind, schnappen Sie sich eins dieser Sanitäts- ja, das sind die Sanitätspacks. Ein großes, mittlerstes und kleines. Das Ding kann Ihr Leben retten. Hm, okay. Die letzte Übung sind Sprengsätze. Ja. Das Zeug hat extreme Sprengkraft. Gehen Sie verdammt nochmal vorsichtig damit um. Sonst gehen Sie selbst. Ich gehe hier weg. Beachten Sie die Stoppuhr, die erscheint. Auf ihr sehen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben, um Ihren Hintern wegzuschaffen. Ja, die Explosionen sahen aber damals auch schon geil aus, muss ich sagen. Saubere Arbeit, Private. Gut gemacht. Tragen Sie die Waffen stets bei sich und halten Sie sie sauber. Weggetreten. Alles klar, weggetreten. Nu? Ja, nächster Level. Wir hängen den Level noch mit dran hier. Das ist ein bisschen nur die Übung hier, das will ja keiner sehen. Aber muss ja mitmachen, nur. So, dann weiter. Ich werde euch wieder was vorlassen. Company Baker, hier okay. Hören. Jetzt geht es richtig los. Operation Overlord, die Invasion der Normandie über den See- und Luftweg. Am D-Day zur Stunde H wird die Infanterie auf dem Seeweg 5 Strände der Normandie erstürmen. Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Die Strände Utah und Omaha greifen wir mit 3 unserer Infanteriedivisionen an. Zur gleichen Zeit landen 2 britische und 1 kanadische Division an den Stränden Gold, Juno und Sword. Die Luftstreitkräfte landen 6 Stunden vor der Stunde H, vor den Bombardements zu Luft und See. Die 6. Division der britischen Luftwaffe wird hier landen. Zur gleichen Zeit landen die 101. und die 82. in diesen Gebieten. Die Mündung des Flusses Doose hier teilt Utah und Omaha. Die Aufgabe der 101. ist es, die Brücken über die Doose einzunehmen, um Utah und Omaha zu verbinden und die Flanken von Utah zu sichern. Das hier ist der Hauptverkehrsweg, der die gesamte Cotentin-Halbinsel verbindet. Die deutschen Truppen konzentrieren sich in diesem Gebiet. Wenn sie für einen Gegenangriff an den Stränden mobilisiert werden, müssen sie an dieser Straße entlang.
Die 101. wird dafür sorgen, dass das nicht passiert. Der Kompanie Baker, das sind wir, wurde dieser Pfad hier zugewiesen. Die Aufklärer, zu denen Private Martin gehört, werden vor den Hauptstreitkräften abgesetzt und markieren mit Leuchtbojen auf dem Boden die Landezonen. Wir wissen jedoch nicht, wie sich die Lage entwickelt, wenn wir unten sind. Sie werden sich also alle die Aufgaben sowohl der 101. als auch der 82. einprägen. Sie werden auch diese Karten und Fotos studieren, bis sie sie in- und auswendig kennen. No? Wir landen hinter dem Atlantikwall, zwischen mehreren deutschen Garnisonen. Wir müssen damit rechnen, erst nach mehreren Stunden Verstärkung zu bekommen. Dafür haben wir die ganze Zeit trainiert. Viel Glück. No, viel Glück. 5. Juni 1944, 18 Uhr. Greenham Common, England. In ungefähr 3 Stunden bin ich in der Normandie. Als Pfadfinder lande ich vor der eigentlichen Einheit. Wir Pfadfinder gehen runter und platzieren Sender bei den Landebereichen, damit die Piloten den Rest von uns abwerfen können. Sie schicken uns vor den anderen rein, direkt in den frühen Morgenstunden, um die Flanken des Strandes zu sichern. Direkt bei Tagesanbruch werden die eigentlichen Invasionstruppen landen. Mehrere Wochen lang hatte man die komplette Invasionstruppe, mehr als 175.000 Männer, eingepfercht und von der Außenwelt abgeschnitten. Jeder musste Karten und Schlachtpläne auswendig lernen. Wir wollen jetzt alle endlich nach Frankreich. Vor ein paar Stunden hat uns General Eisenhower besucht. Wenn wir das jetzt schaffen, dürfen sich die Deutschen auf eine nette Überraschung freuen. Ja, dann nehmen wir uns mal in die Hand. Okay, das war unser Flieger, der uns wahrscheinlich abgesetzt hat. Dann würde ich sagen, geht's mal los. Gehen wir jetzt am besten lang hier. Ah, hier kannst du noch gar nicht sprinten. Ich renne immer hier auf Sprinten los. Geht noch gar nicht. Ist das ein Deutscher? Ich glaube ja. Es war ein Deutscher. Was geht? Nix. Alles noch grafisch ziemlich einfach gehalten, aber es hat früher auf jeden Fall immer Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Ich hatte euch auch auf jeden Fall mitteilen können, dass ich das Expansion Pack, das Erweiterungspack hier noch mit ranhängen werde. Aber erstmal geben wir uns mit dem Originalspiel zufrieden und dann mal gucken, was uns das Expansion Pack noch bringt. Okay, der hatte nicht so viel Glück. Hier ist noch ein Gewehr. Eine Thompson, aber ich nehme dann lieber für die Thompson, nehme ich die lieber mit. Sorry. Hier hinten ist noch einer. Na, komm raus. Ah, dein Kopf hab schon gesehen. So, den Sender haben wir aufgenommen. Jetzt müssen wir hier rein. Die haben wir auf jeden Fall hier, was ist das, Mühle oder sowas? Weiß ich nicht. Auf dem Medikit. Erstmal nachladen. Alter, wenn ich das Spiel mal wieder sehe, das ist so alt, ey. So. Jetzt können wir mal dafür sorgen, dass unsere Truppen abgesetzt werden. Die geben jetzt Fliegeralarm. Nur der Bunker nicht mehr, weil hier nämlich keiner mehr ist. Da kommen unsere Leute. Okay. Geht schon los, Freunde. Hammer geil. Du Maul! Jetzt habe ich schon. Hinten ist auch noch einer. Geh mal rüber hier, du fettes Schwein. Okay, das sieht sehr gut aus. Da drinnen.
Oh, down. Geht doch nicht, da ist noch jemand. Ob meine Energie aufpassen, ey. What? Da hinten sind sie doch, ey. Ja, geht ihr mir immer aus dem Weg? Oh, hier, das sind hier übelst geile Computerspieler. Die überhaupt noch keine Ahnung hatten, aber das System ist im Bereich auf mäßig positiven Seite mit der KI. Noch mehr. What? Alter, hier geht's so los. Die Piste ist doch immer noch. Hier ist niemand. Scheint niemand. Überall Medikits noch, aber krass. Hier hinten ist irgendwie nicht. Dahinter war noch jemand noch. Oh. Der nochmal Medikit nimmt. Das war's wohl schon. Ja gut, okay, dann haben wir die erste Mission geschafft. Das finde ich auch gut, dass hier immer noch so ein Spruch kommt. Das kann ich immer mit als Symbol, als Endbild schon nehmen. Und ich hoffe, die erste Folge hat euch so gefallen. Wir sind ein bisschen reingekommen und so. Was es heißt, so Zweiter Weltkrieg und so. Also es wird auf jeden Fall auch noch mehr auf uns zukommen. Aber ja, gewinnungsbedürftig auch für mich auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, wie gesagt, auf den nächsten Part, den wir zusammen spielen werden hier. Und natürlich auf die Geschichte, wie die noch alles weitergeht und so. Und aber ja, ich bin wie gesagt immer noch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe schon lange nicht gespielt, das Spiel, und alles legt sich dann in der nächsten Folge dann sowieso wieder. Ich würde einfach nur sagen, ein frohes Nachmittag mit Kimber und Korn, euer Bahamut 213. Tschüss!